Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. So, und damit geht's weiter, liebe Freunde. Dann wollen wir mal schauen hier, was wir so machen können. Wir sind wieder in der Haut von unserem Freund Mr. Harding, der mit seiner Tochter immer noch quer durch die Nacht fährt. Und dann können wir doch mal bestimmt, wenn wir schon so viel in Auto fahren, ein... Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Können wir mal ein Vater-Tochter-Gespräch führen, denke ich mal so. Ich bin auch toll. Ich rede was und klicke gleichzeitig schon rum. Ach, na egal. Was gibt's denn hier? Hui, sieht schlecht aus. Aber da sagt er gleich gar nichts zu. Das ist schon okay, wenn da mal so ein E-Stock-Schild rumliegt. Meine Güte. Sicherheitssysteme. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Orten nicht möglich. War ja ein toller Versuch, ins Gespräch einzusteigen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja noch was anderes. Ja, ein bisschen Casual Talk vielleicht mal so zur Einführung mal wieder. Tja, mit dem klaren Himmel hatte ich mich wohl etwas Wetter kann nie schaden. Hoffentlich haben sie Kotztüten an Bord. Und ordentliche Totenspuren können auch nie schaden. Na egal. Was können wir denn noch so? Was gibt's denn hier? Kopf hoch. Ach so, weil sie wieder weg muss. Wenn der Park eröffnet wird, gibt es viel mehr zu sehen. Dann kannst du wieder vorbeikommen. Klar, das klingt gut. Oh. Oh, mich kleines Huschel. Na komm, lass uns mal reden. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Ladendiebstahl. Unsere kleine Jess ist also eine ganz schöne Rumtreiberin. Aber wenn das hier... Die scheinen ja nicht mehr zusammen zu sein, der Harding und seine Frau, seine Ex-Frau dann wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wenn die Tochter immer bei der Frau ist und jetzt bloß bei ihm zu Besuch, ja, dann ist das wohl so die typische Reaktion eines Scheidungskinds, könnte ich mir vorstellen. Oder eine, sagen wir nicht die typische, aber eine Reaktion, die bei Scheidungskindern bestimmt öfter mal auftritt, könnte ich mir vorstellen, wenn sie die Trennung richtig miterleben dann. Dass man dann halt irgendwie Protest quasi äußert. Na egal, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe das zum Glück nie durchmachen müssen. Von daher kann ich da auch nichts aus Erfahrung berichten. Reden wir lieber mal weiter. Ja, schleimen wir uns mal ein, oder? Du weißt, wie sie ist. Alles ist immer gleich ein Drama. Aber es war ein Schock, ihr kleines Mädchen auf der Polizeiwache zu sehen. Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Wow! Hui, das war knapp. Verdammt. Oh mein Gott, ist die tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Ja, das war knapp. Da sind wir jetzt also auf unsere gute Söldnerin hier getroffen, die Barbasol-Dose einstecken hat. Und da hat sie nochmal ziemlich Schwein gehabt, wenn sie jetzt von den Viechern verfolgt wurde. Und jetzt hier aufgesammelt wird. Ich meine, man konnte sich denken, dass das jetzt der Wagen von den beiden ist, der hier sie fast umnietet. Aber gut, jetzt haben wir Gewissheit und jetzt können wir sie erstmal hier versorgen irgendwie, hoffe ich mal. Mal schauen. Hallo, hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Ist das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Super Dad! Ja. Sah jetzt nicht so gut aus genau. Bei unserer guten Dame, komm, ne? Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Ein toller Dad, der seine Tochter einfach fahren lässt. Aber gut, er wird sich dann wahrscheinlich jetzt um die Versorgung kümmern müssen, ne? Ach, wie süß. Guckt euch mal die kleinen weißen Aue-Kleinen an. Nicht angefahren, oder? Nein, wir waren das nicht. Hier ist irgendwas anderes passiert. Ich wurde für ihre Vitalfunktion. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Jo, dann kümmern wir uns ja mal um die Dame und schauen uns vielleicht erstmal, was haben wir denn hier alles Schönes? Was mal hier. Die Äuglein. Hui. Mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Ja, vielleicht ist sie ja vergiftet worden. Was ist das? Was? Sieht
aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Also so wie die angefallen wurde, kann das eigentlich kein Biss gewesen sein. Das kann eigentlich höchstens, dass es aufgeschlitzt wurde gewesen sein. Das sieht eigentlich auch eher so aus, als ob es einfach nur aufgeschlitzt wurde. Aber gut, der Gute hier wird es schon wissen. Ich würde gerne mal seinen Namen wissen, damit ich ihn auch mal ansprechen kann. Aber erfahren wir bestimmt noch. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sieh, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter, so okay. Während der Fahrt, das wird bestimmt ganz wunderbar. Na dann, öffne mal hier unser First Aid Kit. Spritze, yay, das sieht auch schon mal ganz schick aus. Bleiben wir erstmal beim Spray. Dann mach mal hier. Ganz ruhig. Ah, will sie nicht. Na dann können wir hier bestimmt gut. Ja, genau, das sieht auch gut aus hier. Gut zureden müssen. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Nein, nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Ja. Sie, Medico, ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Also ich spreche kein Spanisch, ich nehme aber mal an, sie hat irgendwas wie lassen Sie mich gesagt. Jetzt wird's aber doch hoffentlich gehen, oder? Nun, das sollte die Infektion auf. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben. Es ist okay, ich bleibe in einem Schock, aber das kann ich aufhalten. Ah, super. Ach, Mädchen. Oh, du willst jetzt nicht ernst... Oh nein. Der will ernsthaft impfen, na super. Ja. Ich hab sie. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Oh Mann, das wird toll. Das wird toll während der Fahrt. Wow, die Nadel ist riesig. Guck auf die Straße. Mensch, Mädel. Keine Ahnung von nix. What? Das geht viel zu schnell, das geht gar nicht. Hallo? Halt! Ja, super. Ach, hatten wir nicht hier vorhin? Wir hatten noch hier, genau, langsamer. Jess, hör zu, ich muss dir eine Spritze geben und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Na langsam, damit ich treffe. So, klingt schon gleich ganz anders. Vielleicht klappt's ja jetzt. Mal schauen. Halt, hier runter. Ja, wunderbar. Und, na, verdammt, jetzt habe ich das Drücken vergessen. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ich muss nur die Vene treffen. Das kommt davon, wenn man bloß mit halbem Einsatz an die Sache rangeht hier und die Finger nicht an den Tasten hat. So, da haben wir es schon geschafft. Zusammenstoß abgeschlossen. Ich sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Puh, haben wir das schon mal geschafft. Die Fahrschule in Ordnung? Ich glaube, das muss man nicht unbedingt wissen. Haben wir sie zumindest schon mal stabilisiert. Mal schauen, wie wir ihr weiter helfen können. Geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir... Bananenstaude? Oh, ha! Hey, hallo. Süß. Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Die ist auch schon groß genug. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, yes, sobald... Ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Essen. Ja, irgendwie blockiert sie bloß den Weg, ne? Das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Das Vieh. Einen Moment, warte hier. Ja, das ist so cool. Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa, hm? Schmeckt dir das etwa? So, dann schauen wir mal. Tagebuchfreischaltung, was auch immer, das können wir vielleicht später mal anschauen. Ich habe gesehen, dass es ein Tagebuch im Hauptmenü gibt. Wir gucken jetzt aber erstmal. Ja, Tor zu machen bringt noch nichts, nehme ich mal so an. Schieben sieht auch nicht wirklich doll aus. Quatschen wir sie mal an. Hey, Dicke. Na, wie bist du hier rausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Lass mich fressen. Lass mich fressen.
Es schmeckt so gut. Klauen! Jawohl! Klau die Bananenstaude! Na los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. War ein Versuch wert. Ist okay. Tja, was machen wir da? Haben wir noch irgendwas anderes zur Auswahl? Kommen wir jetzt nur so vor, oder ist ja... Ach nee, gut, hier ist ja die Straße. Ist doch nicht versperrt. Was haben wir noch? In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Wir müssen sie irgendwie von der Bananenstaude wegkriegen und die dann da reinschmeißen, nehme ich an. Was können wir denn hier mit Sprechen machen? Wie geht's unserer Patientin? Weiß nicht. Okay, schätze ich. Wie ist ihre Atmung? Sie schnarcht irgendwie auf Spanisch. Was? Los ojos. Me siguen. Ja, sie schnarcht auf Spanisch, ist klar. Komm, versuche es. Du wirst es bestimmt schaffen, sie wegzuschieben. Mädchen. Ja. Beweg dich. Mensch, ist er kein Herkules. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass er das nicht schafft. Was können wir noch machen? Ja, das Tor, das bringt doch nichts. Ja, wir können es ja mal machen. Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können. Ah. Solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Die lässt sich auch alles gefallen, solange sie fressen kann. Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Makita? Ich glaube, die will einfach nur fressen. Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Die ist wie mein Kater. Sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Okay, ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Super Plan. Die ist wie mein Kater. Sobald sie fressen sieht, scheint sie sich für nichts anderes mehr zu interessieren. Und dann kann man sie auch streicheln offenbar. Ah, jetzt können wir die Position wechseln. Gut, beim Auto wollen wir nichts, dann gehen wir mal zum Lager. Ha, Zahlenschloss. Was ist da drin? Außer dem Türhebel nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Sicher nicht für den Schnee. Oh. Ja, was denn? Irgendwie muss die Scheiße wegkommen. Gut, dann gucken wir mal. So. Lass mich raten. Ha, zu. Wer hätte das gedacht? Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Alles klar. Jess. Zugangscodes. Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein. Okay, Sekunde. Gut, jetzt können wir Jess steuern. Ja, Jess steuern wollte ich sagen. Hupe nicht. Wo ist denn hier Handschuh? Handschuhfach ist meistens auf der Beifahrerseite. Genau. Hast du die Codes? Ist das in diesem kleinen schwarzen Buchding? Nee, es wird bestimmt im Tank sein. Aufs Gerätelager. Ah, okay. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Muss ich es mir selbst merken oder kannst du dir das merken? Ah, okay. Wäre jetzt zwar nicht so das Problem gewesen, eine sechsstellige Zahl sich zu merken, aber gut, dann eben so. Wird einem aber auch einfach gemacht hier. So, dann gucken wir mal. Ach hier, manuelle Überbrückung, entsperren. Na gut, dann entsperren wir den Spaß mal. Wunderbar. Müsste klappen. Und jetzt noch Bakita von ihrem Snack weglocken. Hehe. Das wird wohl das größte Problem werden dabei. Bakita, Bakita. Ich kenne bloß Chiquita. Irgendwie kommen wir hier nicht hin. Hallo? Jetzt. So, dann wollen wir mal. Ja, schieben bringt ja nichts. Können wir hier irgendwas mit Jazz vielleicht? Tu etwas, das ist ein ganz toller, ja, ganz toller... Oh, das wollte ich gar nicht. Kann man das denn irgendwie wieder zumachen, ohne dass man hier... Jawohl. Muss doch irgendwie das Menü wieder zumachen können, ohne dass ich irgendwas sage. Aber es scheint nicht so, ne? Man kann bloß eins von beiden auswählen. Wieder rausgehen geht nicht. Ach doch, mit Rechtsklick. Alles klar, alles klar. So, was haben wir denn noch? Ja, nee, ach...
Ja, schlau. Aber wir können ja ins Auto gehen. Genau, was können wir denn hier noch machen? Was ist das? Licht, aha. Hupe, Hupe ist gut, Hupe ist gut.